dunkle Höhle. Wo sind wir? Das ist nur ein Durch. Oder ist das ein Grab? Wow, wo sind wir denn hier? Halle des Aufstiegs. Und wie immer ein Lager in den optionalen Gräbern auch. Recurve-Bogen, Waffenmodifizierung, provisorischer Langbogen zu Recurve-Bogen. Okay. Bedeutet. Wir haben automatisch den neuen Bogen. Und das, was wir bereits verbessert haben, das bleibt auch bestehen. Ah, okay. Und da könnten wir dann als nächstes noch den Schlüsselringabzug hinzufügen. Gut zu wissen. Haben wir aber jetzt nicht genug dabei. Fähigkeitenpunkt haben wir auch keinen. Also geht's hier weit. Ganz schön windig. Hier irgendwas. Oh, wir haben die Tür zugemacht. Okay. Dann müssen wir jetzt hier kurbeln, können wir das hochgehen. Ah, wir müssen schneller sein. Dann jetzt schnell hier rüber. Ah ne, da geht nur eins. Ich meine, irgendwie muss das ja klappen. Hier die Fenster zu. Und dann hier in der Mitte das hier. Und jetzt sehe ich es. Seht ihr es auch? Da vorne das Brett. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Wir müssen noch ein bisschen später abspringen. Und dann können wir uns da oben langhangeln. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay, die Fenster zu bleiben. Und hier weiter.
Sehr schön. Wir haben es geschafft. Yay! Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Hier sind noch mehr Türen, aber es ist alles verschlossen. Das ist schon schön. Und was finden wir in der großen Schatzkiste? Eine Waffenmodifikation für die Handfeuerwaffe. Sehr nice. So. Damit haben wir dieses optionale Grab abgeschlossen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich da drauf gekommen bin, dass ich einfach komplett in die falsche Richtung hier unterwegs bin. Aber das kann ja auch mal vorkommen. In meinem Fall ein bisschen öfters, aber was soll. Ja, aber schön selbst die Fackel anzünden. Und wir laufen hier wieder raus. Wir müssen hier immerhin noch einen Piloten retten. Drücken Sie Tabulator, um die Belohnungsorte auf der Karte anzusehen. Was soll das bedeuten? Ja, hier haben wir das Grab. Das ist mir schon klar. Schatzkarte, ja. Ach so, dadurch haben wir jetzt so einige von diesen Geocoach-Dingern wieder. Heftig. Hier oben fehlen uns Ungläubige, also hätten wir irgendeine Bonusmission machen können. Hier fehlen uns die Geocoaches und eine Schatzkarte, also... Ja. So, Mysteries finden ist jetzt nicht meine Stärke. Aber es kann ja noch kommen. So, wir müssen darüber. So. Wir wollen dann... Das möchten wir anzünden. Sehr schön. Wie sie immer... Oh. Ja, ich weiß, es hat wahrscheinlich wehgetan, aber... Oh, noch eine Fackel zum Anzünden. Darüber. Ein Tagebuch. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem
was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Botschafter. Finstere Neuigkeiten. Der Botschafter entdeckte ein schreckliches Geheimnis und floh aus Yamatai. Was hat er gefunden und was ist aus ihm geworden? Ja, er kann ja geflohen sein. Die Frage ist, ob er denn auch geschafft hat zu fliehen. Okay, also hier eine Pfosten. Mir erscheint das hier schon sehr windig. Ja, das war so klar. Okay. Lara. Liebe, liebe Lara. Die Fackeln hier anzünden? Ja, auch. Wo ist der Typ? Ich meine, es geht ja nur in die Richtung. Fragt man sich halt trotzdem, warum er abhaut. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Also sie bewegt zwar die Lippen, aber es passt halt unbedingt mit dem zusammen, was sie sagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der arme Haus. Okay. Wir haben ein Bergungsgut. Hier geht's weiter. Und hier auch. Ah, hier bin ich noch im Kreis gelaufen. Na, mach doch. Ja, so rum geht's noch im Kreis. Ich glaube nicht, dass wir genug haben, um unserem Bogen jetzt die neue Verbesserung zu geben. Aber wir können ja mal kurz gucken. Oh, wir haben sogar einen neuen Fähigkeitenpunkt. Perfekt. Unser Bogen kann... Ja, unser Bogen kriegt das jetzt einfach. Hat der Bogen so entschieden? Für unser Gewehr ist das alles etwas zu teuer. Und die haben wir leider auch nicht genug. Okay, dann gucken wir uns die Fähigkeiten an. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Wir können uns jetzt mal die zweiten Grad-Dinge angucken. Zusätzliche Munition bei Feinden finden. Verbesserte Kletterkünste, um mich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Orientierung. Da ich so Sachen gerne mal übersehe,
benutze ich das definitiv. Aber was hätten wir dann beim Jäger noch gehabt? Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Okay. Mehr Belohnung durch Finesse beim Morden. Ja. Dann haben wir noch den Kämpfer. Da könnten wir Axtexperte. Versetzen Sie Feinde mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Ausweichskonter. Ausweichskill. Benötigt Ausweichskonter. Oh, das wäre auch ganz cool. Okay. Oh, wir haben noch so einiges vor uns. Aber weiter geht's. Der Pilot kann nur hier lang gegangen sein. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Wir brauchen ja mindestens 300 Bergungsgut für die nächsten Sachen. Eine Königin. Himiko? Wow. Das ist ja wieder genauso nebelig. Unglaublich. Captain Jessup? Also da vorne sitzt er ja schon. Ist das übel. Okay. Hallo. Ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Nein! Das sind sie, die Oni-Wächter! Was zur Hölle?